Wir wollen heute über einen der größten Philosophen reden, die die Menschheit kennt. Jemand, der als unbeugsam, konsequent gilt, aber auch als besserwisserisch. Jemand, der einen nicht in Ruhe ließ. Er war sowas wie eine Stechmücke. Andere meinen sogar, er wäre eine Hämorrhoide gewesen. Jemand, der ständig gepiekst und versucht hat, herauszufinden, wie denken wir und denken wir richtig bei dem, was wir denken, oder machen wir Fehler. Der versucht hat, uns von Scheinwissen zu befreien und das offenbar alles auch tatsächlich zu seiner Zeit geschafft hat. Wir reden über Luzifer, ja? Ja, nicht. Also es muss ja ein unglaublich wichtiger Mann gewesen sein, aber was hat er eigentlich wirklich anders gemacht als die anderen Philosophen? Er hat neue Fragen gestellt. Er hat einfach neue Fragen gestellt. Also du hast ja schon beschrieben, wie er den Leuten auf den Wecker ging. Mhm. Das war ja nicht einfach nur der Versuch, die Leute zu ärgern, sondern er wollte zeigen, dass wir meistens nur meinen, dass wir eine Sache wissen. Aber wenn man genau hinguckt, wissen wir eigentlich wenig oder gar nichts. Mhm. Und der Verzicht auf eine Sicherheit am Anfang der Fragestellung. Das ist eine paradoxe Haltung. Man fängt mit Null an und entwickelt dann eine Methode, die einem zu sicherem Wissen bringt. Nimm es mir nicht übel. Das hört sich ja alles sehr gut an. Aber wenn ich mir vorstelle, ich laufe über die Straße und da kommt irgendjemand daher, gut, macht vielleicht einen originellen Eindruck machen und fängt an, mich so von der Seite so anzustoßen, sag mal, weißt du eigentlich, was Klima ist? Und ich, wenn ich Zeit habe, reagiere ich drauf, sage, naja, also das und das ist mein Standpunkt. Und dann fängt der an, meine Position, ja, zu kritisieren, so ist das gar nicht. Wie kommt jemand darauf, so eine, ja, was hätte ich gesagt, so eine Ein-Mann-außerparlamentarische Opposition darzustellen und alle um sich herum zu fragen, hört mal, wie meint ihr das eigentlich? Aber wenn man das mal wirklich so für bare Münze nimmt und da geht jemand so drauf und trifft dich praktisch mit der Fragerei auch voll ins Mark. Was für ein Ziel hat er eigentlich tatsächlich dabei gehabt? Also wir haben ja schon gesagt, also es ging ihm um das, was für das menschliche Handeln offenbar von allergrößter Wichtigkeit gibt. Die Leute müssen gedacht haben, was ist denn das für einer? Vielleicht sollten wir mal darauf kommen. Also das, was du beschrieben hast, ist ja im Endeffekt der Auslöser gewesen dafür, dass ihm der Prozess gemacht wurde, wo es um den Hauptvorwurf, dass er nicht an Sonnenlicht, Wind glaubt, also an die offiziellen Götter. Er muss sich da verteidigen. Er hatte auch Ankläger, die ihm vorgeworfen haben, dass er ein Jugendverderber ist und dass er den Jugendlichen falsche Vorstellungen vermittelt. Und es ging um Leben und Tod, natürlich. Und ich lese jetzt mal eine Passage vor aus einer Stelle, wo er kurz vorher noch sagt, also ihr könnt mich freisprechen, ich werde mich nicht ändern. Also ihr könnt nicht erwarten, dass ich nun plötzlich den Mund halte. Ja? Und dann sagt er, und solange ich noch Atem und Kraft habe, werde ich nicht aufhören, die Wahrheit, der Wahrheit nachzuforschen und euch zu mahnen und aufzuklären und jedem von euch, mit dem mich der Zufall zusammenführt, in meiner gewohnten Weise ins Gewissen zu reden. Und jetzt zeigt er, wie er das gemeint hat. Angesichts einer möglichen Todesstrafe, ja. Solche und jetzt, Worte. Und jetzt, wie, mein Bester, du schämst dich nicht, für möglichste Füllung deines Geldbeutels zu sorgen und auf Ruhm und Ehre zu sinnen, aber um Einsicht, Wahrheit und möglichste Besserung deiner Seele kümmerst du dich nicht. Das ist doch knüppelhart, nicht? Ich habe ja schon den Eindruck, das hat so ein bisschen was von außerparlamentarischem. Also damit meine ich jetzt, es gibt sowas wie eine Hauptströmung, das, was man neuhochdeutsch den Mainstream nennt. Und er muss ja wohl offenbar völlig entgegengesetzt haben. Alle haben irgendwie versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Und er hat sich gefragt, warum wollt ihr das überhaupt? Was ist eigentlich was steckt dahinter? Was wollt ihr eigentlich wirklich? Also der war nicht, der muss doch für jeden eine absolute Provokation gewesen sein. Ja. Und vor allem, er hat gerade die Reichen, die das Sagen hatten, attackiert und ihnen den Spiegel vorgehalten. Dieser unbestechliche, gnadenlose, konsequente Typ nahm kein Geld. Also insofern ist er natürlich eine außerordentlich interessante Figur für die Geistesgeschichte,
weil er ja, wie soll ich sagen, er hat keine eigenen Aktien. Ja? Er will nichts verkaufen, also weder eine Religion noch irgendeine Ideologie. Das macht ihn so unglaublich unangreifbar. Man kann ihm nichts wegnehmen, ja? Wo man sagen kann, mein Lieber, dir werden wir es zeigen, ja? Dir werden wir schon zeigen, wo es lang geht. Sondern er ist völlig unabhängig offenbar. Er vertritt keine Institution. Er ist einfach nur Person und das ist es. Und dann fängt er an, sich so durchzubauen. Das ist also schon extrem beeindruckend. Extrem beeindruckend. Ja, ja. Wir trinken einfach mal einen Schluck. Den größten, möglicherweise einen der größten, den wir je hatten. Ja. Cheerio. Cheerio.